Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, was die Querdenken-Demonstrationen am 1. August gebracht haben und was sie nicht gebracht haben. Fangen wir zunächst damit an, was sie nicht gebracht haben. Es wurden keine Leute, die die großen Medien, die Altmedien, also die öffentlich-rechtlichen, Springer, Spiegel und so weiter, die diese Medien regelmäßig konsumieren und die alternativen Medien nicht konsumieren. Von diesen Leuten wurde niemand überzeugt, ganz im Gegenteil. Der Ruf der Maßnahmengegner wurde sogar verschlechtert und damit auch ihr Anliegen. Sie wurden verächtlich gemacht und dämonisiert. Jetzt mögen manche vielleicht denken, ja nee, aber es ist doch so, wir sehen doch hier den Gerichtsbeschluss. Wir sehen hier die Christopher Street Day Demonstration, sie wurde erlaubt, und die Querdenken Demonstration, sie wurde nicht erlaubt. Das ist doch unfair. Das müssen doch die Leute sehen. Aber um zu verstehen, warum den Leuten das nicht negativ auffällt, gucken wir uns einmal näher die Berichterstattung an. Wir sehen hier immer die Vokabeln marschieren. Und jetzt denken sich vielleicht manche, ja okay, marschieren oder irgendeine andere Vokabel, die Leute wissen doch im Grunde, was gemeint ist. Das ist ja alles das Gleiche. Natürlich, marschieren, das ist ein bisschen negativ, aber eigentlich ist doch klar, worum es geht. Das ist für uns klar, weil wir, Boris Reitschuster oder andere, gucken und wissen, was passiert ist. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon. Aber bei den Konsumenten der großen Medien wird die Vorstellung durch die Vokabeln gebildet. Und marschieren bedeutet aggressiv, bedeutet bedrohlich. Und dann entsteht automatisch ein Bild im Kopf von irgendwelchen gewaltbereiten Leuten. Latent gewaltbereit. Einfach weil die Leute marschieren. Und das tun normalerweise Soldaten, das tun Leute, die Gewalt anwenden. Dazu kommen Vokabeln wie aggressiv, Corona-Leugner, Festnahmen. Und wir sehen Bilder mit Polizisten. Die Demonstranten sind ganz undeutlich zu erkennen. Es werden natürlich nicht die Demonstranten sichtbar gezeigt, weil dann würden die Leute sehen, das sind ja Leute mit Niveau, auf keinen Fall irgendwelche Schläger oder bedrohliche Personen, sondern normale Familienväter mit Kindern, Omas und Opas, also so friedliche Leute, wo auch klar werden würde, die Leute haben ein Anliegen. Sie gehen für ein Anliegen auf die Straße. Diese Bilder werden alle nicht gezeigt. Und ich weiß es aus meiner näheren Bekanntschaft, die Leute nehmen das nicht wahr. Die denken, ja, das sind halt irgendwelche Verrückte. Und es ist dann gut, dass es verboten wurde. Das hat dann schon seinen Grund. Die haben sich ja nicht an die ach so richtigen Maßnahmen gehalten. Das stimmt dann schon. Und es kommt aber noch was anderes dazu. Das heißt, das ist jetzt allein die Informationsseite. Natürlich aber muss es den Leuten auffallen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber den Leuten, denen das auffällt, da spielt noch etwas anderes eine Rolle. Und zwar die Machtverhältnisse. Die Deutschen sind obrigkeitshörig. Es sind zum großen Teil Mitläufer. Das ist die harte Wahrheit. Und was bedeutet das? Die Leute interessiert nicht die tatsächliche Wahrheit, sondern sie interessiert, wer für sich den guten Frame beanspruchen kann, wer den guten Frame durchsetzen kann. Zum Beispiel ist das bei Diktatoren so, bei Saddam Hussein. Da sind überall große Bilder von ihm, wo er gut aussieht und lächelt. Und jeder, der was Negatives sagt, der kann das nicht tun. Und das drückt Macht aus. Und das wirkt bei den Leuten. Und so ungefähr ist es hier auch. Die großen Medien können bestimmen, wer gut aussieht und wer nicht gut aussieht. Und diejenigen, die gut aussehen, die sind mächtig, denen laufen die Leute hinterher, denen laufen die Mitläufer hinterher. Und diejenigen, die schlecht aussehen, ja, von denen wenden sich die Mitläufer ab. Sie werden von den Leuten schlecht als schlecht angesehen. Einfach nur, weil sie schwach sind. Weil sie nicht die Macht haben, einen guten Frame zu verbreiten von sich. Und natürlich sind diejenigen, die jetzt gut dastehen, die Altparteienpolitiker, sie sind nicht die Mächtigen. Weil sie wissen genau, dass sie abhängig sind von den Medien. Sie wissen genau, dass die Medien bestimmen, dass sie jetzt gut aussehen. Und sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie gut aussehen können. Und sie wissen auch genau, dass wenn sie sich anders verhalten, dass sie dann fallen gelassen werden. Dass sie dann ebenfalls verächtlich gemacht werden. Das heißt, die Leute, die in den Medien sitzen,
Sie haben die Macht. Natürlich, sie teilen sie sich. Die Öffentlich-Rechtlichen, Springer, Spiegel, die ganzen SPD-Blätter. Sie teilen sich die Macht. In der Summe ist es so, dass man sagen kann, dass wahrscheinlich erst einmal die Querdenken-Demonstranten schlechter aussehen als vorher. Weil die Medien aus einem blauen Bild ein rotes Bild gemacht haben. Einzelne Vorkommnisse groß aufgespielt haben, es vorgespielt haben und dabei das Blaue, die ganzen blauen Elemente, außer Acht lassen. Und so ein Zerrbild der Realität den Leuten präsentieren. Was aber nun hat das Ganze gebracht? Man könnte doch jetzt sagen, es hat gar nichts gebracht. Es war unnötig. Es bringt nichts. Es schadet nur. Seht her, es hat nur geschadet. Es ist schon so wie letztes Jahr, dass die Leute gezwungen wurden, also die Medien und die Altparteien, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die Maske runterzunehmen. Und sie haben in den Handlungen Fehler gemacht. Zum Beispiel beim 1. August wollten sie die Zahl klein halten von den Demonstranten. Und in der Hektik haben sie Fehler gemacht, wo man ihnen die Täuschung ganz leicht nachweisen kann, mit den Faktencheckern, dass sie ein Falschfoto verwendet haben. Und das Entscheidende ist nicht, dass hier der Faktenchecker ein Falschfoto verwendet hat, sondern das Entscheidende ist, dass die anderen Medien es nicht aufgreifen, dass Korrektiv und auch der ARD-Faktenfinder, dass sie ein falsches Foto verwendet haben. Da kann man ja immer sagen, das kann ja mal passieren. Aber das Entscheidende ist, es wurde nicht aufgegriffen. Und es gibt ganz viele von diesen Beweisen. Auch jetzt hier mit den Gerichtsbeschlüssen, auch schon letztes Jahr am 29. August, wo Innensenator Geisel eigentlich gezeigt hat, welchen Geisteskind er ist, wo ganz viele gezeigt haben, wer sie sind. Und es auch viele Leute gesehen haben. Aber eben nicht die breite Masse. Und auch jetzt hier am 1. August wurden wieder Beweise gesammelt. Wir haben überall ganz viel Material. Das Problem ist, das Material, das muss jetzt nur an die anderen Leute gebracht werden. Um erstens aufzuklären und zweitens zu zeigen, wir haben die Macht, das zu verbreiten. Das heißt, wir haben die Macht, die Altparteienpolitiker schlecht aussehen zu lassen. Die Medien schlecht aussehen zu lassen. Und dazu muss einfach die Reichweite effektiv genutzt werden. Die Basispartei, Querdenken, die AfD, wir alle haben Reichweite. Aber sie wird nicht effektiv genutzt. Reichweite zu benutzen heißt zum Beispiel, Flugblätter zu verteilen. Irgendwelche Aktivitäten zu machen, bei denen sich die Medien nicht dazwischen stellen können und alles verzerren können, wie sie es bei den Demonstrationen machen. Zum Beispiel unangekündigte Veranstaltungen, Flashmobs, Briefkastenflugblätter. Wenn alle Aktivisten, die auf die Demos gehen, auch ein Flugblatt verteilen würden in der Nachbarschaft, dann könnte man die anderen Leute ganz leicht erreichen. Könnte man ganz Deutschland, könnte man zeigen, was hier passiert ist. Und auch eben zeigen, dass wir stark genug sind. Dass wir stark genug sind, die Informationen zu verbreiten. Aber es ist natürlich so, bei einer Demonstration dahin zu gehen, das ist schön, da sind ganz viele Leute, da ist Action. Und natürlich jetzt so Flugblätter zu verteilen, das macht nicht so viel Spaß. Und es ist natürlich so, bei diesen Flugblättern, man muss einen Absender drauf machen. Und man weiß ja nicht, was dann passiert. Was dann vielleicht für Linksextreme dann sich plötzlich einwenden. Aber man kann ja vielleicht Adressen tauschen, dass man aus jeweils einer anderen Stadt die Adressen tauscht und sie dann drauf macht. Also es müsste ja möglich sein, dass man auf Flugblättern eine Adresse unten drauf bekommt, weil es sonst meines Wissens nach illegal ist. Und dann muss man aufpassen, dann wird man angezeigt, wenn man beim Falschen das einwirft. Aber euch fallen ja bestimmt auch noch ganz viele Aktivitäten ein, wie man an andere Leute herantreten kann, ohne dass sich die großen Medien dazwischen stellen können. Und diese ganzen Karten müssen gezogen werden, damit sich etwas ändert. Weil wenn man nur demonstriert, aber die Öffentlichkeit nicht erreicht. Und es ist so, die großen Medien transportieren die Argumente nicht. Das muss man endlich verstehen, dass die großen Medien es nur nachteilhaft ist, wenn sie es mitbekommen für einen, von einem, was man macht. Es hat nie einen Vorteil, es ist nur nachteilhaft. Also jedenfalls, wenn es jetzt kein Live-Interview ist oder irgendetwas ist, was nicht irgendwie verzerrt werden kann. Aber solche Demonstrationen, das wird immer verzerrt. Und wenn es die großen Medien mitbekommen, das hilft uns kein Stück. Ganz im Gegenteil. Das heißt, die Leute müssen unsere Quellen konsumieren. Die alternativen Medien müssen sich dort anschauen, was passiert. Und das muss man eben verbreiten. Muss man seine Reichweite effektiv nutzen
und darf nicht darauf bauen, dass die großen Medien Reichweite für einen bedeuten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern wir sind ganz allein. Das heißt, wir haben, wenn wir eine Demonstration machen, eine große, da sind wir genauso in unserer Blase gefangen, wie wenn wir jetzt hier ein YouTube-Video hochladen. Das ist die Realität. Jedenfalls, solange man nicht mit den Leuten in Kontakt kommen kann, mit irgendwelchen anderen Passanten. Es ist immer in dem Moment, wo man die großen Medien umgehen kann, wo man auf andere Leute anders zugehen kann, in direkten Kontakt kommt, dann hilft es. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wo wir nur unter uns sind, dann, ja, dann die großen Medien, die sie transportieren, ist ganz sicher nicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.